Okay, wer ist das denn? Ja? Verzeihung, Frau... Frau Victorian Principus. Sehr erfreut. Ich heiße Larry. Larry Laffer. Doppelte Vornamen finde ich einfach hinreißend. Bei einer Kreuzfahrt habe ich einmal Boutros Boutros-Ghali kennengelernt. Das ist wirklich faszinierend, Mädel. Und mal sehen, mit Victorian Principles. Mit ihr können wir reden über ihren Job, über das Wetter. Nein, über gute Bücher, über ihr Buch, über Unterhaltung, über Leben an Bord, über Ausleihcode, über Sex, über anmachen. Wir können sie anmachen und auf Wiedersehen sagen. Reden wir doch einfach mal über das Wetter. Oh Mann, die Frau ist lecker. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, was für ein ekliges Wetter. Ach so. Tatsächlich. Okay. Die Frau ist lecker klingt so ähnlich wie schlechtes Wetter. Hm? Gute Bücher. Und? Haben Sie irgendwelche guten Bücher hier? Aber ja, sehr viele sogar. Allerdings sind sie leider etwas spät dran. Die richtig guten sind alle schon weg. Wirklich? Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Ja, auf Deutsch. Oh, Moment. Ausleihen ist neu dazugekommen als Wort. Wir können sie auch auf ihren Job ansprechen. Sind Sie die Bibliothekarin? Ja, das bin ich. Haben Sie etwas gefunden, das Sie gerne näher betrachten würden? Ich bin mir sicher, dass Sie etwas haben, mit dem ich mich näher beschäftigen könnte. Geht klar. Welche Kabinennummer haben Sie? Oh, hey, das geht aber ziemlich schnell. Und da sagen die Frauen, ich sei schnell. Schnell? Die Bücher werden hier nach Kabinennummer verliehen. Ach so. Null. Null? Sie sind wohl etwas knapp bei Kasse. Nein, aber... Ach, das wollen Sie ja gar nicht wissen. Stimmt. Ja, Larry dachte nämlich, dass die Frau uns besucht und persönlich quasi was vorbeibringt. Victor... Typisch Larry können wir uns die Körperteile der Frau angucken. Mit ihrem ausladenden Busen, der fest in ihrem engen Korsett steckt, ist Victorian Principles ein dampfender Kessel angestauter Sexualität. Jo, das haut rein. War natürlich klar, dass das wirklich ist. Durch die Berge würde ich mich gerne mal durcharbeiten. Ja, Berge von Büchern natürlich. Kleber. Sie haben doch wohl nicht vor, meinen Kleber anzufassen, nein. Oder? Wer? Ich? Nein. Aber nein. Ich möchte andere Dinge von dir anfassen. Victorians Gesicht. Mit ihren klassischen Zügen, die nicht von Make-up oder anderen künstlichen Dekorationen verfälscht sind, ist Victorian Principles ein dampfender Teekessel unterdrückter Sexualität. Warum will uns der Erzähler die ganze Zeit weismachen, dass die Olle da eine heiße Sexbestie ist, die nur darauf lauert, auszubrechen aus ihrem... Ja, Victorians Computer. Ihr Computer ist so konservativ wie Sie selbst. Okay. Prüde und stolz. Prüde und stolz. Also diese Dame hier gibt dem Wort verklemmt eine ganz neue Bedeutung. Na, unter den Arm klemmen und mitnehmen würde ich sie schon gerne. Sieh mal, die Frau ist einfach ein Korinthenkacker, nicht? Ja, die Frau muss mal sich ein bisschen locker machen. Victorians Stempel. Du bist ja dafür bekannt, dass du eigenartige Vorlieben hast. Aber doch nicht für Stempel. Nee, natürlich nicht. Teeservice? Ja, Victorian hat da ein schönes Service. Aber wir können ja auch mal weiter mit ihr reden, nämlich über ihr Buch, was da liegt. Wie ist Ihr Buch? Oh, sehr erhebend. Ich genieße erhebende Bücher, die moralische Werte bestätigen. Sie nicht auch? Oh, ja, natürlich. Aber ja, aber lesen Sie nie etwas Deftigeres? Aber nein, solche Bücher reizen mich gar nicht. Schweinkram. Immer dieses Gegrapsche. Und Gestöhne. Und Gestöhne. Ja. Diese geradezu animalische Lust. Diese... Nun, auf jeden Fall ermutigt das zu genau der falschen Einstellung.
Nein, ich setze mich nur großer Literatur aus. Ich wünschte nur, ich wäre große Literatur. Ja, große Literatur, genau. Ja, wie ist denn das Leben an Bord? Das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff scheint wie ein endloser Urlaub zu sein. Finden Sie das nicht toll? Klar, absolut himmlisch. Wenn himmlisch bedeutet, dass man jeden Tag weiß, dass man genau das Gleiche zum Essen bekommen wird, das man an dem Tag in der Woche davor bekommen hat. Aber der ganze Spaß, das Nachtleben, die endlosen Partys. Nun, nicht für uns, die wir hier arbeiten. Für uns ist es eher so, dass wir nie aus dem Büro kommen. Das ist blöd. Hatten wir da nicht eben ein Buch gesehen, was wir uns leihen wollen? 945,3. 471,24. 198,33. Was um alles in der Welt machen Sie nur? Was denken Sie, was ich tue? Ich flüstere Ihnen knackige Dezimalzahlen zu. Na, macht Sie das nicht an? Kaum. Die habe ich alle in meiner Kartei. Okay. Unterhaltung? Was machen Sie denn, wenn Sie sich amüsieren wollen? Och, ich fange an einem Ende des Regals an und lese mich einmal durch. Leider lese ich die meisten Bücher schon zum dritten Mal. Okay. Habe ich erwähnt, dass ich Larry heiße? Möchten Sie jetzt mit mir schlafen? Sie sind ja einfach widerlich. Bei mir können Sie nicht landen, Sie erbärmlicher Verlierer. Gut. Das war vielleicht ein bisschen direkt von unserem Larry. Also gleich im zweiten Satz die Frau, Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar knackige Dezimalzahlen ins Ohr flüstern würde, Victorian? Als ob ich sowas nicht ständig zu hören bekommen würde. Männer sind doch alle gleich. Ja, ja. Ja, wir wollten uns ja ein Buch ausleihen. Und was ist damit? Haufen Bücher. Ach, die. Die sind bereits ausgeliehen. An mich. Das sind aber eine Menge Bücher für eine Kreuzfahrt. Für mich nicht. Die lese ich heute Abend fertig. Im Bett. Oh, geh ins Bett. Soll ich Ihnen verraten, was ich heute Nacht vorhabe? Im Bett? Ich stimme für schlafen. Nicht unser Larry. Ja. Da können wir jetzt leider irgendwie nichts weiter machen, oder? Also abgesehen davon, dass wir uns sie nochmal ansehen können. Victorian Principles sieht so aus, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan als lesen. Aber alle Bibliothekarinnen sind versteckte Nymphomaninnen. Das weiß doch jedes Kind. Wirklich? Sind sie das? Zumindest in ihren Träumen. Ich würde gern mehr über den... Hier ist ein Fenster? Ja. Ihr Computer ist... Das hatten wir schon. Dann... War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Victorian. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Gut. Genau. Auf Wiedersehen. Hey, du. Beweg deinen Arsch rauf in die Schiffslounge. Sofort. Ja, ist... War das zu subtil? Ist ja gut. Gucken wir uns nochmal kurz den... Wenn Lefty Klavier spielt, klingt das wie eine Jazz-Kombo. Stimmt, wir hören im Hintergrund nicht wirklich viel, nicht wirklich viel Klavier, sondern sehr viele andere Instrumente. Karte. So. Mal schauen, das Restaurant Kombüse. Die Lounge. Wir sollen nach oben in die Lounge, hat der gesagt. Wir haben noch ein paar Sitzplätze da hinten. Ach, egal. Wenn Sie bis jetzt noch keinen Stuhl gefunden haben, bleiben Sie eben stehen. Ich bin sicher, Captain Sahl wird mit den Teilnehmern dieser Woche zufrieden sein. Wie Sie ja wissen, veranstaltet sie jede Woche einen kleinen Wettbewerb für die männlichen oder männerähnlichen Passagiere, den sie den Sahls Liebhaberpreis nennt. Natürlich gibt es keine richtigen Pokale oder sowas. Nein, was sie gewinnen können, ist besser als Hardware. Einer von ihnen verbringt die nächste Woche mit einer Kreuzfahrt auf dem Kapitän. Das bedeutet, sie lädt sie zu einer einwöchigen Rundfahrt in ihre Kabine ein, wo jeder ihrer Wünsche erfüllt wird.
Sie haben inzwischen alle Ihre eigene Punktekarte bekommen. Darauf finden Sie eine Liste von Wettbewerben, die der Computer für Sie nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hat. Keine Bange, niemand muss an allen Wettbewerben teilnehmen. Das wären ja auch zu viele. Finden Sie nur die Wettbewerbe, die auf Ihrer Punktekarte vermerkt sind, und gewinnen Sie! Der Mann mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Noch irgendwelche Fragen dazu? Noch irgendwelche Antworten? Sie dürfen anfangen. Hey, ich hab noch eine Frage. Ja, Sie da in dem interessanten Anzug? Was heißt das hier auf meiner Punktekarte? Jungfräulichkeit. Ist das obligatorisch oder fakultativ? Das ist ein Scherz, Süße. Was ist los mit dir? Keinen Humor? Du bist doch nicht etwa ein eingeschleuster Spion der Regierung oder sowas, hä? Das ist doch lächerlich. Ach, wirklich? Ich werde dich im Auge behalten, Süßer. Ist doch nicht mein Fehler, wenn Sie keinen Scherz machen können. Ach, ja. Wart nur ab, bis wir mal endlich an der Macht sind. Das langt. Ich gehe jetzt. Alle anderen sind ja schon weg. Allerdings. In Ordnung. Weggetreten. Ist schon ein komischer Kerl. Jo, die Leute sind echt wirklich schnell verschwunden. Sorry. Vielleicht habe ich den Räusperer nicht rausgefiltert. Fässer und Kisten. Du hast ja schon gehört, dass hier dicke Kisten rumstehen. Aber... Ja, was? Lautsprechertüren? Diese cleveren Türchen schließen sich, um die Lautsprecher der Durchsageanlage vor schlecht gezielten Bierflaschen zu schützen, die den jeweiligen Entertainer verfehlen. Ist das da hinten irgendwo das Bermuda-Dreieck? Wir können da nach unten gehen. Tun wir das doch einfach mal. Wo kommen wir denn da raus? Ah, da sind wir draußen. Ja, wir werden auf die Nummer 1 hingewiesen und, soweit ich weiß, riecht die Nummer 1 nach Seife. Also so typisch nach Seife, Reinigungsmittel. Dünne Statue. Wer hat denn diesem Ding den Namen Wo ist Dildo gegeben? Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Da unten ist Dildo. Yeah, baby! Oh, eine Kätzchenstatue. Du hattest schon immer eine Schwäche für niedliche Muschikatzen. Hm, ja. Eine Tierstatue. Ein einäugiges Wiesel? Ist wahrscheinlich im Showbusiness. Na gut, dann können wir hier noch rumgehen. Achtung bitte, eine Durchsage. Axel hat den Nackskrabbel-Wettbewerb gewonnen. Wir gratulieren. Ende der Durchsage. Na toll, Axel hat das Nacktskrabbeln gewonnen. Was haben wir denn hier? Wasserschlauchkasten. Aufmachen. Kein Alarm zu hören. Da denke ich doch voller Trauer an all die Male, wo ich mich nicht ins Kino eingeschlichen habe, weil diese Warnung auch auf der Hintertür stand. Jo. Den können wir nehmen, oder? Tatsache. Und mit der können wir höchstwahrscheinlich... Reden. Ansehen? Peggy ist die übelriechende, übellaunige und übelredende Matrosin des Schiffes. Weil sie in ihrer Jugend entschieden zu viele Piratenfilme gesehen hat, hält sie sich für einen alten Seebären. Sie kann sogar ihr Holzbein mit den verschiedensten Geräten der Hausmeisterbranche aus- und aufrüsten. Leider ist das Geräusch, was sie dabei macht, ein bisschen laut, sodass wir nicht wirklich was verstehen. Vielleicht können wir uns ja mit ihr unterhalten, dann hört sie ja auf. We'll be right back.